So, Freunde, willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video und zwar zum Trailer 2. Eine kleine Art von Nachbericht und zwar habe ich heute am gleichen Tag gestreamt am Morgen und ich wollte diesen Stream als Upload heute bringen. So, am Anfang war mein Mikrofon leider ein bisschen zu leise, deswegen die meisten werden das nicht mitbekommen und wegen dem Intro habe ich auch ein bisschen Ärger bekommen, deswegen konnte ich das Video so, wie ich es wollte, nicht mehr hochladen. Deswegen dachte ich mir, hey, okay, lasse ich den Stream einfach so, wie er ist, lasse ich ihn offline und mache nochmal ein Video zum Dragon Ball Super Trailer und lasse es einfach gegen Abend hoch. Und zwar, Thema von heute ist, auf jeden Fall ein Shoutout an euch erstmal für die Leute, die heute Morgen im Stream dabei gewesen waren und sich das nochmal reinziehen. Auf jeden Fall, Thema war die Veränderungen, die großen Veränderungen, die man in diesem Film hat, in diesem Trailer hat, was denn jetzt wirklich passiert ist und das ganz, ganz, ganz große Geschrei. Was ist Canon? Was ist Non-Canon? Was passiert hier nur? Akira Toriyama ist verrückt geworden. Natürlich, ja, ein bisschen überspielt dargestellt hier. Also, wir fangen das Ganze grundlegend an und zwar, das habe ich schon in mehreren Videos gesagt. Das war das erste, was ich gesagt habe, als der erste Trailer rausgekommen ist. Dragon Ball Minus wird adaptiert. Die Version von Bardock von Akira Toriyama Sensei, dem Schöpfer von Dragon Ball. Was ist hier passiert? Bardock ist ein Charakter, den Toyonimation hinzugefügt hat. Das Design kommt von Toriyama. Viele Designs aus dem Bardock-Spezial, die OVA von damals, kommt von Toriyama. Und diese ganze Geschichte von Bardock kommt nicht direkt von Toriyama. Toriyama hat gesagt, hey, das Bardock-Spezial ist ziemlich, ziemlich cool. Ich finde, das ist eine andere Art von Dragon Ball, aber eine sehr, sehr coole Art von Dragon Ball. Und dann kam es Jahre später dazu, weil dieses Bardock-Spezial lief ja ganz, ganz, ganz früh zu Dragon Ball-Laufzeiten noch, also Manga-Laufzeiten. Und Toriyama hat auch diese OVA in seinen Manga reingepackt. Und zwar wissen wir, dass Freezer über Bardock geredet hat und sich an Bardock erinnern kann, dass Bardock ihn damals gestoppt hat oder ihn stoppen wollte. Das ist im offiziellen Dragon Ball-Manga drin. Und dann kam es 2014 dazu, dass Toriyama gesagt hat, hey, ich möchte meine eigene Version machen. Und dann kam es dazu, dass Bardock einen sehr, sehr großen Shift in seiner Persönlichkeit hat, eine sehr, sehr große Veränderung durchlebt hat. Bardock, die wir jetzt hier kennen in Dragon Ball Minus und in Dragon Ball Super Broly Film kennenlernen werden, ist eine Person, die nicht so böse ist, wie sie scheint. Also Bardock war ja nie wirklich in Anführungszeichen böse, aber wir wissen alle, dass er ein Saiyajin war, wie wir ihn uns vorgestellt haben. In Dragon Ball Minus ist er und Gine, die Mutter von Goku, die beiden sind gutartige Saiyajins. Und das Ganze passt ja auch gut damit rein, weil Raditz wäre auch ein gutartiger Saiyajin geworden, muss man sagen. Weil bei Raditz ist ja so, dass er mit Vegeta und auch Nappa aufgewachsen ist. Deswegen kann man hier sagen, dass das Trauma groß gewesen ist. Und ich glaube sowieso, Raditz war jemand, der von der Persönlichkeit extrem schwach war. Also hat er sich von Vegeta und Nappa sehr, sehr stark negativ beeinflussen lassen und wenn er das Ganze mit Goku überlebt hätte, wäre Raditz vielleicht sogar gut geworden. Deswegen diese ganze Geschichte um, was wäre, wenn Raditz gut geworden wäre, wäre gar nicht so verkehrt gewesen. So, dazu gehört aber noch mehr und zwar, das größte Geschrei war das Geschrei um Son Goku. Warum trägt Son Goku eine Saiyajin-Rüstung, die trägt er gar nicht in Dragon Ball? Es wurde geändert, es wurde geändert und hier ist es semi. Ja, es wurde geändert, aber auf der anderen Seite, hey, bleibt locker. Der Change ist gar nicht so groß, wie ihr es darstellen lassen wollt. Die Szene mit Opa Gohan und Son Goku ist eine Szene, die im Anime war, die nicht im Manga war, die war nur im Anime. Toyonimation hat sie dazu gedichtet, die Szene macht aber Sinn. Was wissen wir also aus dem Manga? Wir wissen zwei grundlegende Sachen. Erstens, Son Goku wurde von Opa Gohan gefunden und das wussten wir als Fans, weil Muten Roshi uns das erzählt hat. Und hier wissen wir, dass der originale japanische Wortlaut der war, dass Opa Gohan Muten Roshi erzählt hat, dass er Son Goku als Baby gefunden hat, was hier nicht stimmt, weil die Saiyans sind, glaube ich, ungefähr 3 Jahre in diesen komischen Behälter, bevor sie rausgenommen werden. Also ist Goku in der Dragon Ball Minus Version ein Stück weit älter. So, darüber hinaus wissen wir aus dem Dragon Ball Manga, dass Raditz sich etwas vorgestellt hat und dort haben wir einen Baby Kakarot gesehen. Also das Design von diesem Baby Goku hat Toyonimation von dem originalen Manga, aber eine Szene, eine Flashback-Szene gab es nicht im Manga. Das wurde nur als Raditz Darstellung wirklich wiedergegeben. Das heißt, dass man hier sagen kann, dass Raditz sich das halt wie gesagt vorgestellt hat und gar nicht weiß, wie Son Goku außer als er auf die Erde gekommen ist oder wie alt er da war oder was auch immer. Obwohl das Alter würde ich schon gewusst haben, aber wie er zu dem Zeitpunkt bei der Abreise aussah. Also kann man hier sagen, ja, Toriyama hat es geändert. Toriyama hat es geändert. Es ist wirklich so, dass Son Goku hier jetzt Saiyajin-Kleidung anhat und Son Goku ein bisschen älter ist.
aber im Prinzip ist es etwas, was die Story von Dragon Ball nicht wirklich stark beeinflusst. Wir haben viele Beispiele davon. Wir haben das größte Beispiel mit der Vegeta-Fusion, die geändert worden ist, was auch vertretbar war, weil man sagen konnte, dass Goku und Vegeta und der Kaioshin das nicht gewusst hat. Also im Nachhinein funktioniert diese Änderung auch. Wir haben Gregory, der nur im Anime war, jetzt ist er auch im Manga von Dragon Super gewesen. Wir haben Super Saiyan Trunks, der Super Saiyan im Originalmanga schon konnte, bevor Future Gohan gestorben ist, aber in Dragon Ball Super haben wir gesehen, dass er erst das Ganze danach gelernt hat, nach dem Tod durch den Zorn, und wir haben sehr, sehr viele Sachen, halt, die wirklich geändert worden sind, deswegen ist es hier auch wieder keine großartige Änderung, wie ich finde. Wir haben auch eine Sache, die auch nicht so funktioniert, und zwar wissen wir, als Son Goku auf Raditz getroffen ist, meinte Raditz: "Hey, Kakarot, was geht ab, alles klar bei dir?" Und da meinte Kakarot: "Yo, ich weiß nicht, wer das ist, ich bin Goku." Also, wir haben im Anime eine Szene, wo wir sehen, dass Baby Goku wieder mal von der Klippe fällt, sich den Kopf stößt und dann das böse Saiyan-Kind gut geworden ist. Hier sehen wir, dass der Son Goku, den wir sehen, sehr, sehr gutartig ist vornherein schon. Wir sehen ja, dass er um seine Familie trauert, und man kann davon ausgehen, dass er wahrscheinlich ein Kind ist, was ja eher gutartig ist. So, da man im Manga nie gezeigt hat, wie er gefallen ist, wie er ausgesehen hat und wie er sich benommen hat, kann man hier sagen, okay, durch das Trauma, dass er seine Eltern verloren hat, auf einen fremden Planeten geschickt worden ist, kann man sagen, dass er vielleicht eine Zeit lang eher böse war, und dann, wo er sich den Kopf gestoßen hat, hat er sich dann wieder gefangen und wurde dann zum alten Goku. Weil Toriyama meinte explizit, dass Kino und Bardock Saiyajins sind, die wirklich gut sind, also die etwas anders sind als die Saiyajins, die wir kennen, was natürlich auch Sinn macht in dem Sinne, das Universum 6 einfach zeigt, wie die guten Saiyajins sind. Also, ich weiß, ist eine harte Änderung, gerade mit Bardock ist es ein bisschen schwierig, aber ich denke, im Film wird man einen guten Mix aus beiden finden, und alle Szenen um die Ankunft von Goku auf Planet Erde kann man eigentlich sinnvoll verpacken. Es sind Änderungen dabei, keine Frage, aber es sind Änderungen, die nicht so storygravierend sind. Und ich sag's mal so, wenn der Film dann eine sehr gute Vergangenheit um die Saiyajins schafft und einen guten Aufbau liefert für das Matchup Goku und Vegeta gegen Broly, dann bin ich persönlich damit eigentlich schon zufrieden. Wir haben auch Freezer, der rosa ist. Das kann man darauf zurückführen, dass wir eine Manga-Seite von ihm haben, die koloriert ist, wo er auch mehr rosa ist. Ich denke, das ist auch keine Änderung, die jetzt wirklich sonderlich krass wichtig ist, aber ich wollte es nur mal gesagt haben, wo das Ganze herkommt. Und Vegeta, unser Boy Vegeta, wird hier im gleichen Alter wie Goku und Broly gezeigt. Also, was der Trailer suggeriert: Der Trailer sagt, hey, Goku, Vegeta und Broly sind drei Saiyajins, und die Schicksale dieser drei Saiyajins laufen jetzt zusammen. Also, die sind jetzt wichtig. Das ist halt der Mainpunkt von diesem Film. Und es wird gesagt, dass Broly, Kakarot und Vegeta um die gleiche Zeit geboren worden sind. Das heißt aber nicht, dass sie um die gleiche oder am gleichen Tag geboren sind. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir die Sache haben mit Goku und Broly, dass sie am gleichen Tag geboren worden sind, was eigentlich nicht so wichtig ist, weil diese ganze Geschichte, dass Broly wütend ist auf Kakarot, weil er geschrien hat, ist sowieso gestrichen worden. Das können wir schon an dem Punkt eigentlich sehr stark sagen. Was ich übrigens sehr cool finde, Toriyama, danke dafür. Das war einer der schlimmsten Charaktereigenschaften von Broly, dass er sauer war auf ein Baby, was geschrien hat. Ja, nur mal kurz hier nochmal verdeutlichen, was für ein Schwachsinn das eigentlich gewesen ist. Ich denke, dass Vegeta aber trotzdem älter sein wird. Ich denke mal, er wird so 5 Jahre älter sein. So sollte es eigentlich sein. Das kann aber auch nochmal geändert werden. Aber ich denke, Stück weit wird er älter sein, weil die Szene, wo König Vegeta seinen Sohn bestaunt, was für ein Potenzial nur in ihn schlummert, ich denke, die Szene wird vor dem ganzen Spielen, vor dem ganzen Broly und Kakarot-Plot, wo die weggeschickt werden. Also haben wir eine gewisse Zeitspanne, die wirklich gezeigt wird. Freezer kommt an, regiert die Saiyajins und so weiter und so fort. Eine riesengroße Zeitspanne, die da involviert sein wird, die da abgehandelt sein wird. Also auch nicht so krass, jetzt nicht 10 Jahre oder so, aber ein paar Jährchen werden das auf jeden Fall sein. Deswegen denke ich, dass Vegeta trotzdem noch älter sein wird. Und aus Dragon Ball sehen wir auch, dass der Vegeta, den wir im Trailer sehen, genauso der gleiche Vegeta ist, weil das Alter halt passt, und Broly und Goku werden ein bisschen jünger sein. Ich denke, das ist mit das Gängigste. So, damit kommen wir zu der Rache von Paragus. Und zwar, Paragus wird vermutlich mit Broly auf diesem Planeten sein. Zu dem Planeten mache ich wahrscheinlich nochmal ein extra Video, weil das echt interessant ist. Abgesehen davon, Paragus will seine Rache haben. Aber die Frage ist, warum jetzt, also jetzt in der Dragon Ball Super Zeitlinie, und warum mit Freezer? Vielleicht könnte der gemeinsame Hass gegen König Vegeta
Freezer und Paragus zusammenschweifen, beziehungsweise Paragus blind machen, weil Freezer wird Paragus sowieso nur ausnutzen, weil Freezer einen mega guten Plan hat. Freezer kämpft nicht selber, Freezer schickt diesen komischen Broly in den Kampf, damit er im Kampf stärker wird und damit hat Freezer eigentlich alles, was er wollte. Die Affen kämpfen gegeneinander und er wird der King. Das ist der perfekte Freezer-Plan, muss man einfach sagen. So, Paragus wird ihn ausbilden. Und was ich interessant finde, was ich sehr, sehr cool finde für das Worldbuilding von Dragon Ball, wenn wir es so machen, dass Paragus auf Goku und Vegeta wieder aufmerksam wird und auch auf Freezer vielleicht, wenn er sieht, dass das Ergebnis des Turniers der Kraft überall im Universum weitergetragen wird. Wo meine Sorge hier ist, wir wissen, dass Broly weggeschickt wird auf einen komischen Planeten, den wir nicht kennen, und Paragus wird vermutlich ihm folgen, früher oder später, weil er hat ja auch die Zerstörung von Planet Vegeta überlebt, das heißt, er muss auf einem anderen Planet gewesen sein, als es passiert ist. Also, was ich hier so eine Angst habe, und zwar, der Kaioshin ist losgegangen und hat alle Planeten durchsucht in Universum 7, die Kämpfer liefern könnten für das Turnier der Kraft. Die Sache ist die, in Universum 7 gibt es 28 Planeten, wo Leben herrscht. Shin hat die Fähigkeit der Teleportation, das heißt, er sucht nicht wirklich lange. Und das heißt, er müsste rein logisch gesehen auf diesen Planeten gekommen sein. Es sei denn, keiner weiß, dass da jemand drauf lebt, weil vielleicht nur Broly und Paragus darauf leben und welche anderen oder sonstiges. Ja, also man kann da sich ganz, ganz gut rausmanövrieren. Aber ich hoffe, dass sie das nicht vergessen beim Writing, dass das auch nochmal wichtig ist, weil das könnte dann echt ein Plothole werden. Außer natürlich, Broly wurde in der Zeit zurückgeschickt oder Broly wurde in ein anderes Universum geschickt. Aber das ist etwas, was ja sehr, sehr abgespaced ist. Mal abgesehen von dem Ereignis, kommen wir zurück auf Bardock gegen Freezer. In Dragon Ball Minus war es so, dass Gina und Bardock Goku weggeschickt haben und uns Zuschauern dann klar war, okay, Planet Vegeta wird jetzt zerstört. In der OVA haben wir gesehen, dass Bardock gegen Freezer gekämpft hat. Und im offiziellen Dragon Ball Manga haben wir gesehen, dass Freezer sich erinnert hat an Bardock, der sich gegen Freezer gestellt hat. Und klar, Toriyama kann das komplett ignorieren, aber ich fände es cool, wenn Bardock gegen Freezer kämpfen würde. Auch wenn es ein Verzweiflungskampf wäre, würde ich es sehr, sehr Saiyajin-haft finden. Aber ob es wirklich dazu kommt, ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe aber, dass wir vielleicht so eine kleine Szene bekommen könnten. Darüber hinaus haben wir auch eine Connection zwischen Beerus und Freezer, die auch in dem Film stattfinden könnte, dass sie auch nochmal eine Interaktion haben. Da bin ich auch nochmal guter Dinge, dass es vielleicht dazu kommen könnte. Und zu guter Letzt, ich denke, wenn der Film zu Ende gehen wird, mal abgesehen davon, ob Broly jetzt sterben wird oder ein Teil sein wird von der Gruppe Z, ich denke, die Story wird im Anime weitergehen und ich denke, falls es der Fall sein wird, wird der nächste Arc nach diesem Arc der Universum 6 Arc sein und ich denke, das nächste, was man ansteuern wird, ist die antike Saiyajin-Geschichte um Yamushi. Ich weiß, ihr könnt den Namen vermutlich nicht mehr hören, aber Toriyama hat ihn erwähnt, er ist essentiell wichtig für das weitere Vorangehen von Dragon Ball für Broly, deswegen glaube ich, dass er in dem Film angeteased wird und dann der nächste Story-Arc über ihn handeln könnte, hoffe ich jedenfalls. Darüber hinaus haben wir noch eine gute Sache wegen den Trailern, weil ein Trailer sollte noch kommen und die Sache ist die, der erste Trailer war ein Trailer um Broly, der zweite Trailer war ein Trailer um die Saiyajin-Geschichte, speziell Bardock und der dritte Trailer könnte vermutlich etwas mit Gogeta zu tun haben, weil wir haben die drei Screenings, die drei Filme, die geremastert werden, der Broly-Film, die Bardock OVA und Fusion Reborn, also der Gogeta-Film. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der dritte Trailer etwas damit zu tun haben könnte. Bleibt aber nochmal offen, mal gucken, was dann ja im Endeffekt passieren wird. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesem Video, zu den Änderungen. Findet ihr die gut, findet ihr nicht so nice? Ich muss auch wirklich sagen, ich finde zum Beispiel Bardock ist ein echt ziemlich, ziemlich cooler Charakter. Ich fand auch den alten Bardock sehr, sehr gut. Deswegen finde ich es, was das angeht, ein bisschen schade, aber wie gesagt, Toriyama ist der Chef von Dragon Ball, er ist der Schöpfer davon, deswegen akzeptiere ich eigentlich fast jede Entscheidung, aber werden wir dann mal sehen. Ich denke aber im Endeffekt wird das Ganze gut werden, werden wir dann natürlich sehen. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare, ich bin damit raus, bis dahin, haut rein.